Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier. Und zwar, heute sind wir am Maisstoppel um Strohmulchen. Da oben sind noch die Stoppeln. Und da ein Stück mit Maisstroh, das gemulcht wird. Ja, und zwar wollte ich in der Folge ansprechen, wie es mit dem Kanal weitergehen wird. Da habe ich mir überlegt, dass ich von dem LS-Teil relativ weit weggehen möchte. Also es kommt ab und zu mal eine LS-Folge, aber da habe ich jetzt wenig Freude dran noch. Und deshalb ja, schaue ich, dass ich mit dem Kanal in eine andere Richtung einlenke. Habe ich jetzt ja, schon begonnen. Das sind die Videos von wie das hier, von echt, also von der Realität halt. Und die andere Sparte wird wahrscheinlich der Garten sein. Da möchte ich ab nächster Saison dann auch einmal starten mit Gartenvideos. Verschiedene Kulturen anbauen und die dann auch in den Videos zeigen. Verschiedene Anbauverfahren. Weil mir das mehr gefällt als LS. Ich spiele auch in letzter Zeit nur noch ganz, ganz wenig. Ich glaube, das hat man auch gemerkt, die Timelapse-Folgen, die gekommen sind. Sind auch nicht so gefragt bei der Community gegen die anderen Videos, die ich gemacht habe. Die kommen eigentlich relativ gut an. Also habe ich mir gedacht, warum sollte ich dann die Videos nicht produzieren, die wo gut ankommen. Also werde ich dann den Kanal in eine andere Richtung spezialisieren. Ja, und dann vielleicht ab und zu, wenn ich Lust oder so habe, werde ich mal ein LS-Video rausbringen. Aber das werden wir dann in Zukunft sehen, ob ich das dann so beibehalte. Weil die Videos, die ich bis jetzt gebracht habe, sind einfach stärker nachgefragt wie die LS-Folgen und deshalb versuche ich auch dann solche Folgen zu produzieren, wenn da die Community mehr Spaß dran hat. Und zwar jetzt nur ein kurzes Info-Video, hat zwar auch 3 Minuten gedauert, aber nur damit ihr Bescheid wisst, wieso dann in nächster Zeit überhaupt kein LS oder nur sehr wenig kommt. Ja, jetzt sind wir hier auf einer anderen Fläche. Da oben sieht man leider nicht im Video. Jedenfalls da, wo der Spiegel ist, hier irgendwo, war die andere Fläche. Die habe ich jetzt fertig gemulcht und jetzt bin ich hier unterwegs. Da ist nur Maisstroh drauf. Da wurde Mischkolbenschrot geerntet. Der wurde dann zur Trocknung gefahren. Ja, und jetzt werden die Stoppeln umgemulcht und der Stroh drauf hier noch zerkleinert. Und da werde ich wahrscheinlich jetzt auch noch nur 20 Minuten beschäftigt sein und dann haben wir den ganzen Spaß hier weg. Das Mulchen von den Stoppeln hat ja nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Die waren schon recht brüchig. Der Mulcher hat die über den Haufen gedrückt und dann war es das auch. Dann konnte man nicht mehr viel mulchen, die sind dann einfach liegen geblieben. Ja, und da werden wir dann sehr viel Spaß beim Pflügen haben, weil dann die ganzen Stängel noch rausschauen. Aber man kann ja nicht alles haben. Idealerweise wäre es gewesen, wenn wir den Mais kürzer gehäckselt hätten. So haben wir bei knapp 50 cm Stoppeln, was wir noch haben.
haben wir abgeschnitten, damit der Körneranteil höher ist, aber das hat sich herausgestellt, das war im Nachhinein nicht so schlau, weil man nicht mehr so schön untergemulcht kriegt. Vielleicht ein anderer Mulch, ein Sichelmulch oder so, wäre eventuell eine bessere Lösung gewesen. Hätte man das auch so schön klein gekriegt wie die Stoppel. Weil man da hinschaut, die sind einfach dann weg. Da findet man auch keine mehr. Hier wieder vom Rad. Und wenn man den Haufen mulcht, jetzt gehen sie in die Mulche rein. Weg. Ja, ich verabschiede mich dann auch hier für dieses Video. Und wir sehen uns wahrscheinlich dann hoffentlich bald wieder in einem anderen Video. Ich habe zwar vorhin schon die Abmoderation gemacht, aber scheiß drauf. Also bis dann.